Okay, Leute, es geht weiter mit Chrono Trigger. Und wir wollten ja hier was machen. Verdammt. Dann war es. Okay, komm so. Nach dem Sitantum ist. Ja. Dann macht es diesen komischen roten Fass da weg. Oder Eimer oder was es darstellen soll. Und jetzt müsst ihr auf die linke Seite. Das weiß ich jetzt schon. Weil wir ja das Wort Sabi eingeben sollen. Sabi, ja. Ja, mach weg. Danke. Also in dieser Region haben wir wohl alles erledigt. Anscheinend, hoffe ich jetzt mal. Und müssen wir nie wieder hierher kommen. Hoffe ich jetzt mal. Okay. Okay, jetzt kommen aber diese behinderten Gegner. Ich muss erstmal gucken, wie viele Erfahrungspunkte. Oh, komm, hör auf. Kann ja eigentlich nicht schaden. Ach nee, kein Bock. Robo muss ein bisschen leiden. Und hier rein, wo war das Passwort? Hier, oder? Kontrollcode für. Achso, das war das da. Oh, Kacke. Verdammt! Ja, okay, bringen wir die alle schnell um. Okay, der ist schon tot mit 208 Schaden. Was? Ach ja, die haben ja so viel. Ach, Kacke, nicht diese verdammten Viecher. Gib ihn, 84. Dankeschön. Jetzt Luca. Du sollst schießen, Mädchen. Nicht angreifen mit deinem komischen Gewehr. 22. Obwohl die so viele Lebenspunkte haben, machen die weniger Schaden, finde ich. Harte Hölle, verdammt. Und Lukas Level 14 oder 15, die hat ein Level abgehabt seit dem letzten Mal. Und bringen sie um. Und sie lernen seit kurzer Zeit keine neue Magie mehr. Warum eigentlich? Ja, okay, das haben wir jetzt auch. Aber Sabi, X, A, B, Y. Okay. Ach, warum mache ich den Weg hier eigentlich? Wir gehen einfach so. Dann gehen wir einfach so. Und sind ja schon angekommen. Ey, so schnell geht es. Din, 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 din. Jetzt geht's nach oben. Jetzt müssen wir auf die linke Seite. Jetzt müssen wir auf die linke Seite. Aber davor kommen Gegner, die mich angreifen wollen. Und Angriff. Du Wichser. Geziefer heißen die, oder was? 102. Bist du tot? Ja, du bist tot. Gut so. Du machst tollen Schaden. Du kriegst Schaden ab mit 13. 100. Ach, fick die mit der komischen Stromschlag-Dings da. Weg mit dir. Jetzt gibt das Mädchen noch eine. Bist du weg? Nein, das Mädchen ist ja so dämlich und greift das somit so an, ob es ein Messer wäre oder so. 72 Erfahrungspunkte, 3 Tech-Punkte, 150 Gil. Ich glaube, eine neue Spezialtage zu lernen dauert noch etwas bei denen, oder? Was ist jetzt los? Gerade hat es so rumgespackt. Okay, da ist eine Truhe. Hier ist ein Speicherpunkt. Lange nicht mehr gehabt. Okay, dann gehen wir durch die Tür hier. Wo ist die Treppe? Okay, das haben wir jetzt auch. Muss ich die besiegen oder was? Okay, dann muss ich die einfach mal besiegen. Raketenrolle. Los geht's. Und, sind die tot? Sind die tot? Was zur Hölle? Chemische Fusion mit anderen Teilnehmern. What the fuck? Hat mich gerade vergiftet? Okay, der Bastard ist weg. Aber wieso haben die so viel Leben? Wieso mache ich so wenig Okay, die haben alle, glaube ich, 10 Lebenspunkte. Ja, ich glaube, die haben alle 10 Lebenspunkte. 123 Erfahrungspunkte. Oha, 123 Erfahrungspunkte. Und, was jetzt? Was jetzt? Luke öffnen. Ach so. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Kommt das mir nur so vor, oder spackt das ein bisschen rum? Da rein mit uns. Und was kommt hier? Hier ist wohl nichts, oder? Hier kommen wir irgendwo raus.
Ein Laserpointer. Okay. Erst holen wir uns mal die Truhe hier. Titanenweste. Wer würde das denn tragen? Du hier? Okay, du kannst das auch. Aber kann das Robo auch? Ja, hat das schon. Verteidigung. Verteidigung. Ach komm, du kriegst das mal. Du brauchst es dringender, weil du irgendwie öfters angegriffen wirst und Krone auch immer. Okay, hier ist auch eine Truhe. Hammerarm. Okay, das ist wohl eine Ausrüstung für ihn hier. Ja, das ist für ihn. Und kurz gucken. Und was sagst du? Was sagst du denn? Und Robo, was machst du da? Okay. Alle Systeme auf Verteidigungslaser deaktiviert. Verdammte Kacke. Okay, ich greife die alle standardmäßig an. Weil es irgendwie mehr abzieht als diese komischen Spezialattacken, die ich irgendwie drauf habe. Ach komm, hör auf mit deinen komischen Schaden. 12 Schaden, okay. Ich greife die einfach standardmäßig an. Ja, wie ich gewusst habe, die haben alle 10 Lebenspunkte. Okay, der ist auch weg. Und irgendwie greifen die nicht an. Egal, ist doch besser so. Ich glaube, die greifen nur an, wenn man solche komischen Spezialattacken bei denen macht. Oder? 3 und Chrono gibt den letzten Schlag. Nein, er gibt den letzten Schlag nicht. Doch, er gibt den letzten Schlag. Okay, der erste von denen hat zum ersten Mal gegriffen. Warte, wie viele Lebenspunkte habe ich denn, verdammt? Verdammt, habe ich erst gerade gemerkt, wie viele Lebenspunkte ich habe. 189 Erfahrungspunkte, 5 Tech-Punkte. Verdammt. Verdammte Kacke. Oha, ich werde abkratzen. Okay. Das haben wir jetzt auch erledigt. Okay. Wo führt das hin? Hallo? Hoch. Wir gucken mal, wo wir landen, wenn wir hochgehen. Und warum spackt das? Ach so. Verstehe. Runter. Okay, wir gehen runter. Spack nicht so rum. Und weiter nach unten. Runter. Wir sehen uns mal die Gegend mal an. Kann ich noch weiter nach unten? Was? Okay, dann geht er weiter und geht er wieder nach oben. Nach unten dann. Also unten ist die letzte Endstation. Okay, da müsst ihr bestimmt das Passwort eingeben, oder? So. Hier muss ich ein Passwort eingeben, oder? Plasmagewehr halten. Okay, das ist für bestimmt... Nein. Verdammt. Okay, das ist bestimmt für sie. Plasmagewehr. Ja, das war für sie. Aber erstmal will ich die Treppe untersuchen. Ich glaube, da muss man das Passwort eingeben. So. Okay. Hat sich erledigt. Wir müssen ja dann wirklich diesen Weg hier benutzen und wir öffnen mal das Passwort. Das Passwort eingeben. Zabi in Betrieb. Passwort eingeben. Okay. Verdammt, okay, das ist der falsche Knopf gewesen. Ja, ich weiß. Warte, X. X war das hier. Ah, verdammt, okay, das war ein falscher Knopf. Okay, das war... Okay, das war der auch nicht. Tut mir leid, ich spiele mit Tastatur. Ich kann nichts dafür. Okay. Das war... Okay, das war nicht der. Okay, wir haben wenigstens einen raus. Zum Glück. Ja, ich weiß. Okay, geschafft. Ja. Geilomatico. Und was kommt jetzt? Hä, ich kann nicht raus? Ach so, man muss diesen Schalter betätigen. Ja.
Und was kommt jetzt? Was zur Hölle geht jetzt denn ab? Robo, was los? Was los, Robo? Alarm, Sicherheitssystem, das Spiel verrückt. Sofort evakuieren. Okay, also abhauen. Abhauen, abhauen, abhauen. Okay, das ist jetzt automatisch, oder was? Ja, das ist automatisch. Beeilung, jetzt! Robo, nein, du darfst jetzt nicht sterben. Du bist cool, ich hab dich gelevelt. Du hast einen Arm, den ich gebrauchen könnte für einen anderen Charakter. Yeah, Disco-Fieber. Puh, einmal auch kurz ausatmen. Okay, dann hier. Notfahrstuhl aus der Ja, ist klar. Ist klar, wenn ich mal das benutzen will, dann geht's hier nicht. Okay, dann müssen wir hier so. Dann so hier durch. Ach ja. Verdammt. Okay. Kann ich den jetzt benutzen? Also, es wird gleich ein Bossfight kommen, weil ich weiß diese... ich weiß das schon. Okay. Ich werde mir lieber auffallen. Wieso kann ich nicht so einen Speicherpunkt, verdammte Scheiße? Das ist so unfair. Okay, jetzt brauche ich ein paar... Oh, Kacke. So. Okay, das reicht. Jetzt kann ich den Boss weit bestreiten. Okay. Jetzt kommt der Bossfight. Dindin, Robo-Brüder. Das sind meine Freunde. R-64Y, R-67Y. Wie schön. Hallo? Was macht ihr da? Du bist defekt. Du wurdest manipuliert. Was? Was ist los mit euch? Verdammte Spastis, verprügelt ihn nicht, das ist mein Kamerad. Ich habe einen Fehler? Bestätigt. Ein Defekt? Ich bin ein Defekt? Hast du unsere Mission vergessen? Alle Eindringlinge müssen eliminiert werden. Dazu war ich da? Du bringst uns Schande, du musst zerstört werden. Ihr elenden Spastis! Was macht ihr da? Nein, aufhören! Das sind meine Freunde! Die sind meine Brüder! Nein, aufhören! Die sind meine Brüder! Verdammte Kacke! Los, mach irgendwas! Bitte hört auf, bitte! Bitte hört auf, bitte! Ach, komm, hör auf! Aber sie stören dich! Ja, hör... Steh auf, Krone! Nein, aufhören! Die sind meine Brüder! Ja, ist schön, dass das seine Brüder sind, aber die verprügeln dich gerade. Nein, aufhören, die sind meine Brüder. Ey, lass den armen Robo in Ruhe, ihr Wichsers. Hört auf. Was ist das für ein Geräusch von draußen? Verdammte Kacke. Tut mir leid, wenn ihr so ein Rauschen hört, das kommt von draußen. Ihr elenden Wichsers. Robo! Und nun sind die Eindringlinge dran. Nein, jetzt seid ihr dran! Okay, jetzt müsst ihr die besiegen. Okay, komm. Ach, Kacke. Feuerwirbel. Angriff mit Flammenwirbel. Ja, komm. Euch verprügel ich euch. Euch verprügel ich. Ja, ihr elenden Spastis, hat meinen Kameraden getötet. Und so. Stirb! Ihr elenden Spastis. Okay, ich habe außersehen zwei gemacht. Egal. Ja, fick dich doch. Kannst mich angreifen, wie du willst. Euch werde ich umbringen. Ihr verdient ihr zu sterben. Ja, fick dich mit den 12 Schadenspunkten. Komm, ihr solltet jetzt sterben. Elende Spastis. Tötet eure eigenen Brüder. Jetzt kommt nach vorne. Kommt noch her, ihr elenden Kackviecher. Kommt her. Euch vergebe ich es nicht. Euch vergebe ich es ganz und gar nicht. Okay, komm wieder nach vorne. Jetzt seid ihr dran. Zu dritt. Stirb! Und so. Ja, greift mich nur an. Hä, warum stehst du jetzt?
Hä? Was war das denn für eine Attacke? Spielen die mit mir Volleyball oder was los? Mich kannst du... Verarschen kannst du mich auch später. Ey, los jetzt. Okay, er greift noch normal an. Hallo, ich will auch noch angreifen. Hallo. Was ist mit mir, ihr Spaß, diese? Lass mich angreifen. Komm her, komm her. Komm, hör auf mit der Kacke. Hör auf. Verdammt. Belebung auf sie. 12. Was zur Hölle? Willst du mich verarschen? Ey, muss ich diese ganze Kacke nochmal machen? Okay, komm. Okay, es reicht. Es reicht, ihr elenden Spastis. Ihr muckt zu viel auf. Okay, komm. Diesmal gibt's keine Gnade. Jetzt seid ihr dran. Jetzt müsst ihr die ganze Kacke nochmal machen. Mann. 6. So eine Scheiße, Mann. Das regt mich jetzt auf. Mann. Ja, fick dich ins Knie, Mann. Elende Missgestalt. Ja, stirb. 123 Erfahrungspunkte. Ja, komm. Und Luke öffnen. Ja, okay. Warte. Okay, weiter geht's. Ich habe nur kurz was an mein Ohr gemacht. Also Headset gewechselt, also auf das andere Ohr. Elenden Wichsers. Boah. Egal. Hä? Davor kam hier kein Gegner. Was ist jetzt los? Warum kommt jetzt auf einmal ein Gegner? Egal, stirb. Du bist tot, dankeschön. Ja, 33 Erfahrungspunkte, dankeschön. Komm her auf. Ich will jetzt meine Ruhe haben. Ich will diese Bastardos töten. Jetzt auf einmal kommen Gegner. Jetzt auf einmal, ist klar. Davor seid ihr nicht gekommen, aber jetzt auf einmal wollt ihr kämpfen. Und so, mit 4. Und wie viel machst du? 2, hör auf. Okay, der ist weg. Oder es, oder was es auch sein soll. Okay, der ist auch weg. 111 Erfahrungspunkte. Okay, ich gehe jetzt gleich auch davor speichern, bevor ich zu diesem Bossfight gehe. Titanweste. Hammerarm, okay, ausrüsten. Tut mir leid, dass ihr es nochmal sehen müsst, aber... So eine Scheiß. Achso, Titanweste. Okay, das haben wir jetzt auch geregelt. Jetzt kommen die hier. Komm. Sie ist abgeschaltet. Ja, Robo. Alles ist nur auch. Ja, ja, ja. Okay, jetzt müssen wir die ganze Kacke nochmal machen. Aber erstmal davor ein Safe State machen. Nicht, dass ich Scheiße nochmal machen muss. Wieso habe ich nicht davor das gemacht? Wieso bin ich so dämlich? Der Part dauert jetzt extra länger wegen meiner Dummheit. Okay, der ist auch weg. Alkalisch. Alkalisch, okay. 6, der ist auch weg. Der hat noch einen Schadenspunkt erreicht. Okay, der stirbt jetzt auch. Ach nein, der lebt noch. Okay, jetzt kommt der letzte von denen. Wieder vor. Okay, der macht, er wird sterben, ohne einen Angriff zu machen. 4. 2. Okay, das haben wir jetzt auch geregelt. 189 Erfahrungspunkte. Okay, Robo reicht nächste Stufe. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Komm. Hoch. Weil ich gehe jetzt zelten. Ich mache jetzt eine Unterkunft. Oder wie kann ich das machen?
Oder dann kann ich das einfach so machen, Unterkunft. Okay, das ist alles dann geregelt. Gespeichert und los geht's mit dem Bossfight. Hä, was? Oh. Komm, spack nicht rum. Okay, jetzt spackt er bestimmt wieder rum. Nein, er spackt nicht rum. Ey, er spackt nicht rum. Runter. Komm, weiter, 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 weiter. Jetzt spackt er wieder rum. Wieso mache ich einmal den ganzen Fahrstuhl? Ich kann auch den Weg hier runter gehen. Geht doch viel schneller. Geht doch viel schneller. Okay, jetzt muss ich das Passwort eingeben. Plasmagewehr. Plasmagewehr, okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Okay, wie war das Passwort jetzt wieder? Verdammt. Yep. Verdammt. Okay. So. Verdammt. Davor habe ich das so schön geschafft. Okay. Okay, geschafft. Safe State. Nicht, dass ich es automatisch machen muss. Jetzt kommt wieder eine kleine Panik. Jetzt muss ich diese Scheiße nochmal machen. Okay, der Part wird ein bisschen länger dauern, dass ihr wenigstens etwas seht. Ja, ich weiß. Robo, tick mich aus, tick mich aus. Wir haben das schon gesehen. Alarm, Sicherheitssystem, Spiel verrückt. Sofort evakuieren. Okay. Okay, komm. Jetzt abhauen. Durchgelaufen. Gut gemacht, Robo. Beeilung, jetzt. Ja, komm. Gut gemacht, junger Mann. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Puh, kurz ausatmen. Jetzt müsst ihr den Weg hier benutzen, weil der Fahrstuhl ja nicht funktioniert. Und weiter geht's. Jetzt kommen diese behinderten Brüder, die jetzt irgendwie komisch drauf sind. Weil er anders ist als die. Weil er irgendwie defekt ist. Das sind meine Freunde. Yep, ja, das wissen ja schon. Ja, jetzt hört die meine Mutter. Jetzt werde ich da geboxt. Was macht ihr da? Du bist defekt. Du wurdest manipuliert. Was? Ja, meine Mutter redet sehr, sehr laut. Ich habe einen Fehler. Bestätigt. Ein Defekt? Ich ein Defekt? Hast du mal unsere Mission vergessen? Alle, ja, 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 dazu war ich da. Du bringst uns Schande, du musst zerstört werden. Boah, wollt ihr wissen, was Schande ist eigentlich? Ihr seid Roboter. Ohne Gewissen, wie wollt ihr das eigentlich wissen? Egal, ich guck einfach zu. Kann sowieso nichts ändern. Und du? Bitte hört auf, bitte. Ja, ich kann nichts machen. Ich kann einfach nichts machen. Außer ein Safe State. Armer Robo. Jetzt wird er gepackt. Ja, kurz wieder ausatmen. Egal, ihr werdet sowieso sterben. Ja, es reicht mir. Ihr werdet so schnell sterben, ihr Bastardos. Ja, jetzt in da reinwerfen, ist klar. Deinen eigenen Bruder. Puh, auf dein Gesicht. Ihr kennt nichts von Familienehre. Nichts. Robo! Und nun sind die Eingänge dran. Nein, jetzt seid ihr dran, ihr Bastardos. Ja, okay, komm. So. Fick dich ins Knie. Lass mich einen Angriff machen, verdammte Scheiße nochmal. So. Ganz, ganz gut. Jetzt haben wir das auch geschafft. Feuerwirbel. So. Okay, diese Reihe ist auch weg. Wieso hab ich das bei letzten paar Versuchen da bin ich immer gestorben? Okay, seid ihr tot. Egal, jetzt könnt ihr keine Volleyball-Techniken machen mehr. Oder? Nein, ihr könnt nichts mehr. Jetzt seid ihr nur Abfall für mich. Jetzt seid ihr Puh. Aber richtig Puh. Komm. So.
Komm, Feuerwirbel. Komm, Feuerwirbel. Okay, ich habe gewonnen. Ich habe eiskalt gewonnen. Es gibt kein Zurück mehr für euch, was ihr getan habt. Und wieso kommt jetzt wieder diese komische Volleyballtechnik? Scheiße. Hör auf, mich rumzuwerfen. Verdammt. Hör auf mit der Kacke nochmal. Mach lieber ein Safe State. Vielleicht, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl, dass irgendwas passieren wird. Ja, ist klar. Ja, komm, hör auf. So, ich habe gewonnen. Ich habe eiskalt gewonnen. Du kannst. Ja, ich habe gewonnen. Puh. So. Endlich gewonnen. Jetzt habt ihr die Quittung dafür, dass ihr mit Robo getan habt. 480 Erfahrungspunkte erhalten. 600 Geld erhalten. Robo! Sie haben einen Shot aus ihm gemacht. Armer Robo. Ob ich ihn in diesem Zustand reparieren kann? Bringen wir ihn zurück zum Protokoppel. Was ist dieses laute Geräusch im Hintergrund? Ich weiß es nicht. Armer Robo. Armer Robo, Robo. Okay, jetzt in die Protokoppel reinbringen. Kannst du mich reparieren? Sei still. Ihr versucht unsere Welt zu retten? Male schläft, ist klar. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen werden, aber so ist es geplant. Aber was machst du, Robo, nachdem du repariert bist? Was ich machen werde? Ja, ich meine, was für eine Pläne hast du für die Zukunft? Luca, du hast mich noch nie zuvor... Das hat mich noch nie zuvor jemand gefragt. Ich verstehe gar nicht Robo. Er ist gar nicht mal traurig, dass seine Brüder ihn angegriffen haben. Guten Morgen! Robo, dir geht's gut. Luca, du bist unglaublich. Hoffentlich muss ich das nie wieder tun. Luca, ich habe mich entschieden. Ich möchte mit euch kommen. Bitte? Hier hält mich nichts mehr. Vielleicht können wir diesem Planeten gemeinsam eine Zukunft geben. Denn, also los, das Tor wartet. Yeah. Haltet eure Hosen fest. Sailor Moon Style, yeah. Denn. Okay. Und? Yeah. Oh, was zur Hölle? Wo sind wir? Wo sind... Ja, genau die Frage habe ich mich gerade auch gestellt. Was ist das für eine Musik? Yeah. Geh speichern. Ich will diesen Kampf noch nie wieder machen. Safe State zur Sicherheit. Und was ist das? Okay, da macht er nichts. Hallo. Mann, ah, Besucher. Wer bist du denn? Was heißt Besucher? Und wo sind wir? Nun, dies ist natürlich das Zeitende. Alle verlorenen Zeitreisenden landen hier. Aber wo kommt ihr her? Wir sind von Königreich Gardia, ca. 1000 AD. Ich komme von 2300 AD. Wenn vier oder mehr Wesen ein Zeitdort durchstreiten, landen sie gemäß dem Satz der Zeithaltung am Raum-Zeitknotenpunkt geringsten Widerstandes. Kurz gesagt hier. Störungen im Raum- und Zeitkontinuum haben in letzter Zeit zugenommen. Viel zu viele Leute tauchen plötzlich hier auf. Ich fürchte, irgendetwas hat einen starken Einfluss auf das Zeitgefüge. Was bedeutet, dass einer von uns hier bleiben muss? Hier bleiben? Alleine? Es ist ziemlich öde hier. Aber keine Sorge, alle brauchen Laufende zusammen. Ihr könnt eure Freunde jederzeit besuchen, aber Gruppen dürfen nicht größer als 3 Personen sein. Also muss jemand bleiben? Wer ist es, Chrono? Ja. Also Robo bleibt hier. Bitte hol mich ab, wenn es nötig ist. Okay. Also wähle, wenn du möchtest. Nicht vergessen, mit dem Y-Knopf kannst du die Person austauschen. Wie kommen wir in unsere Zeit zurück? Seht ihr die Lichtsäule? Sie führen in verschiedene Epochen. Wenn ihr durch ein Tor gegangen seid, könnt ihr damit immer herkommen. Um ein Tor von hier aus zu benutzen, stellt euch hinein und drückt ab. Aber bleibt weg von dem Tor in diesem Eimer. Okay, und weiter. Seht ihr die Lichtsäule? Ja, ist klar.
Und eine Torte hier. Ja, 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 ja. Okay. Was mit der Tür hier? Fest verschlossen. Sagst du was dazu? Ja, puh. Ja. Okay, wir sollen zu diesem Licht sollen. Hey! Was? Was willst du? Ihr habt's aber eilig. Bevor ihr geht, solltet ihr in diesen Raum hier mit... okay, in welchen Raum? Den da, oder was? Was bist du für ein Viech? Hallo? Reden wir mal kurz. Was glotzt ihr so? Ich bin Specchio, der Meister des Krieges. Von hier aus sehe ich alle Arten von Schlachten. Wie sehe ich aus? Schwach. Aha, sagen wir so. Wenn ihr stark seid, sehe ich stark aus. Wenn ihr schwach seid, sehe ich schwach aus. Ist klar. Ihr habt einen starken Willen, deshalb ließ euch der Alte durch. Lange vor eurer Geburt gab es ein Reich, in dem Magie blühte. Jeder besaß sie. Aber mit der Zeit missbrauchten die Menschen ihre Kräfte, bis nur Zauberer Magie benutzen konnten. Aber ihr habt sie. Entschlossenheit, meine ich. Magie braucht Kraft aus dem Herzen, innere Kraft. Sie teilt sich in vier Typen ab. Gewitter, Feuer, Wasser, Schatten. Ach so. Du mit dem Stachelfrisur, du bist Gewitter. Die mit dem Pony ist Wasser. Die mit der schrägen Brille ist Feuer. Nicht nur Magie, sondern alles basiert auf dem Gleichgewicht dieser vier Kräfte. Denkt Magie und lauft bei der Tür, beginnend dreimal in Uhrzeigersinn, an der Wand meines Raumes entlang. Aber schön sorgfältig. Okay. Okay, das Viech beobachtet uns und soll der stärkste Krieger sein, oder was? Okay, haben wir es? Schummeln geht nicht. Ich sehe es genau. Mach das nochmal. Und von der Tür... Okay, dann machen wir extra paar Runden. Und was jetzt? Schummeln geht... Oh, fick dich. Mach das nochmal. Und von der Tür an der Wand entlang dreimal. Okay. Okay. Und jetzt? Schummeln geht nicht. Mach das nochmal von der Tür an der Wand entlang dreimal. So. Verdammt, ich hab falsch gemacht, oder? Oh, fick dich, du kleine Missgestalt. So, so, so. Okay. So. Und? Schummeln geht nicht, ich seh's genau, mach das nochmal von der Tür an der Wand. Okay, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.